Maibaum umschneiden in Bruck. Wie gewohnt ein Fall für die Profis von den Madereckern und Rosseckern. Und wer hat's heuer getan? Ja, wir wechseln uns jedes Jahr ab. Ein Jahr schneiden die Rossecker um, ein Jahr die Madereckern und heuer durften wieder die Rossecker Hand an den Baum anlegen. Und als Zeichen, als Fruchtbarkeitssymbol steht ja der Maibaum jedes Jahr ab 1. Mai bis in den Herbst hinein am Brucker Hauptplatz. Und das Maibaumumschneiden bildet auch den Auftakt zu unseren Jubiläumsjahren 2010. Die Madereker feiern nächstes Jahr 100 Jahre Jubiläum und wir Rossecker 90 Jahre. Und da wird es dann in der Brucker Innenstadt das ganze Jahr über große Feste und große Feierlichkeiten geben. Was passiert jetzt weiter mit den Resten des Maibaums? Ja, der Maibaum wird zusammengeschnitten, immer auf Längen von 3,10 Meter und ein Mitglied der Madereker verwertet den Baum selbst. Er wird daraus Bretter schneiden und das Zuschneiden den Baum lassen und damit, er ist Tischler und er wird weiterverarbeitet. Also wir sind rundum auf der Ökoschiene, alles wird wiederverwertet und kommt in irgendeiner Form wieder zum Gebrauch.